Ich nahm das Ende meines Stiftes in den Mund, überlegte und setzte irgendwann die Kulispitze auf das Blatt. Was wollte ich dem 10 Jahre jüngeren Michael schreiben? Mein Lebensgefährte hatte sich sofort hingesetzt, als wir wieder zu Hause gekommen waren, und schrieb jetzt immer noch fleißig weiter. Gerade hatten wir Abendessen gemacht, und wenn ich bis morgen etwas fertig kriegen wollte, musste ich mich jetzt zusammenreißen. »Hallo, Michael.« Schon stoppte meine Hand wieder. »Wie sollte ich weitermachen?« Was hätte ich damals gebraucht, um dem Brief Glauben zu schenken und mich daran zu halten? Und vor allem, was wollte ich genau bezwecken? Ich seufzte. Das war schwerer als erwartet. Zwar war ich schon immer gut im Improvisieren gewesen, aber nie mit den richtigen Worten oder im Schreiben. Alina war die Rednerin, die Deutschlehrerin hatte sie gelebt und sie hatte mir manchmal bei Aufsätzen geholfen. Jetzt war ich auf mich gestellt. In der Welt, die wir erschaffen wollten. Manu sollte weiterleben, weil Maurice ihn tief im Herzen geliebt hatte, aber nie dazu gekommen war, unserem Kumpel diese Gefühle zu gestehen. Vielleicht konnte ihn seine Liebe retten, doch dann musste ich einen Schritt kürzer treten. Ich hatte den beiden stets mit Wort und Tat im Weg gestanden und Maurice' Entscheidung mit meinem eigenen Liebesgeständnis zum Sportfest erschwert. Also musste ich das verhindern. Ich weiß, dass du schon lange Zeit insgeheim in Maurice verliebt bist. Aber du musst mir ja zuhören und das tun, was ich dir sage. Das ist wichtiger als alles andere. Heute wird ein neuer Klassenkamerad namens Manuel zu euch kommen. Er ist Maurice ein besserer Freund und du musst ihm Platz machen. Tu es, weil du sonst in der Zukunft bereuen wirst. Meine Gedanken verdüsterten sich. Bestimmt würde mein jüngeres Ich mir böse sein. Aber es stimmte. Wenn ich wieder so handelte, wie ich es damals getan hatte, würde ich mir diese Entscheidung bereuen. Manu hatte es nicht verdient gehabt zu sterben. Ohne ihn war Maurice zerbrochen, hatte angefangen, die Schule zu schwänzen und niemand hatte ihn wieder aufmuntern können. Auch ich nicht. Das heißt, bis ich angefangen hatte, Manu zu imitieren. Ich war ihm nie besonders nahe gewesen und hatte mich gut mit ihm verstanden. Aber aus Eifersucht hatte ich ihn beobachtet. Seine Art, sein Verhalten und was er gesagt hatte, um Maurice zum Lächeln zu bringen. Ich hatte ihn schamlos kopiert, damit mein Freund begann, sich in mich zu verlieben. Jetzt, wo ich genauer darüber nachdachte, fand ich meine Taten verwerflich und fies. Vor diesen 10 Jahren hatte ich an die Frage, ob es falsch wäre, Manuels Tod auszunetzen, gar keinen Gedanken verschwendet und nur meine eigene Möglichkeit gesehen, das zu bekommen, was ich wollte. Dabei war ich im Nachhinein ein ziemlicher Schuft gewesen. Manuel wird sich neben Maurice setzen und ihn später fragen, ob er sein Freund werden darf. Stelle dich ihm nicht in den Weg. Schluck deine Eifersucht herunter und lass dich selbst aus dem Spiel. Erzähle Maurice nie von dem, was ich hier schreibe und auch nicht von deinen Gefühlen. Besonders nicht zum Sportfest, auch wenn du dort eine perfekte Möglichkeit haben solltest. Ermögliche ihm und Manuel eine wunderbare Freundschaft. Sonst wird sich am 12. September vielleicht alles so wiederholen, wie es bereits in meiner Welt geschehen ist. Wir haben Manu an diesem Tag verloren und trauen bis heute um ihn. Hoffentlich tröstet es dich ein wenig, dass es dafür andere Welten gibt, in denen du mit Maurice zusammengekommen bist. Und ihr glücklich seid. Bitte erschaffe eine, in der Manu weiterleben kann. Für mich. Sei stark. Dein zukünftiges Ich, September 2018. Ich legte den Stift beiseite, schaute mir das Geschriebene an und befand es als gut. Um die eigentliche Rettung wollte sich sowieso Maurice mit seinen Briefen kümmern. Vorhin noch beim Kochen war er ständig auf und abgelaufen und hatte listenartig wiederholt, was er unbedingt noch reinschreiben wollte. Hoffentlich vergesse ich das mit dem Krankenhaus nicht, hatte er öfters genuschelt und wohlwollend zückte ich nochmal den Kulli. PS, erinnere Maurice an den Montag vor den Ferien. Der Montag vor den Sommerferien. An den erinnerte ich mich erstaunlich klar. Maurice hatte geschmollt, weil Manu am Wochenende nicht mit ihm geschrieben hatte und scheinbar wieder einmal verschlief. Bis zur 4. Stunde waren wir in diesem Glauben geblieben. Bis die Lehrerin gefragt hatte, ob ihm jemand wichtige Schulsachen ins Krankenhaus bringen könnte. Mein Freund war mit einem Mal bleich geworden und fast vom Stuhl gefallen, da er so erschrocken gewesen war. Aber wir hatten nie den Grund erfahren, wieso man ihn in die Notaufnahme hatte einliefern müssen. Erst vor wenigen Jahren hatten wir aus Zufall einen von Manus Halbbrüdern am Jahrestag auf dem Friedhof getroffen
und er hatte uns schweren Herzens verraten, dass er schon damals nur knapp den Turm von der Schippe gesprungen war. Vielleicht brauchte unsere Gruppe ja wirklich nur dieses Ereignis zu verhindern, um Manu retten zu können. Ich wusste es nicht genau, aber eine kleine Chance bestand immerhin, dass sie es schaffen konnten. Micha, bist du schon fertig? Drang plötzlich Maurice' müde Stimme aus dem Nachbarzimmer und ich horchte auf. Gerade fertig geworden. Was gibt's denn? Kommst du mit rüber? Ich könnte etwas Gesellschaft vertragen, lautete seine Antwort, gefolgt von einem langgezogenen Gähnen. Ich lächelte, ließ den eng beschriebenen Briefbogen auf dem Tisch liegen und folgte der Einladung meines Freundes. Morgen würden wir den Lauf der Geschichte verändern können.